Moin Leute! Und zwar, ja, ich dachte mir heute ja, wie damals schon erwähnt in dem Plan, dass ich ja heute darüber rede, was wir heute in Werken gemacht haben. Denn ich habe es euch ja hoch und heilig versprochen. Ich habe ja damals schon in diesem Planvideo gesagt, der Plan von Ende Februar bis, von Ende Februar bis von Anfang, von Ende Januar bis Anfang. Mann, ich kann jetzt hier bis Jamar! Nee, von Ende Januar bis Ende Februar habe ich ja damals einen Plan gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist vorletzte Januarwoche gewesen. Wo ich ja darauf aufmerksam gemacht habe, so was halt die Tage noch passieren wird, bis Ende Februar. Und da habe ich ja erwähnt, dass wir einen Hologrammprisma anfertigen. Oder beziehungsweise anfangen daran zu arbeiten. Sicherlich fragen einige von euch, was das ist. Das ist, wenn man, also das ist so ein, ja, ein Prisma halt, das macht man so drei Trapeze draus. Also ich erkläre es einfach von Anfang an. Also wir haben bei Werken zuerst wie immer technisches Zeichen gemacht, und zwar so eine Skizze, wie der Hologrammprisma ungefähr aussehen muss. Und dann haben wir es noch exakt mit der Zeichenplatte gemalt. Also so eine Skizze soll ja soll halt so zeigen, wie es ungefähr halt aussehen soll, ne? Also ja. Und dann haben wir mit so einer Zeichenplatte und einem Lineal haben wir alles abgemessen und haben dann, also das stand hier auf der Tafel, wie lang das sein muss, und haben dann mit einem Lineal und so einer Zeichenplatte, mit so einer Zeichenschiene, haben wir dann, warum lache ich denn jetzt? Das ist doch so witzig. Ja, wir haben, mein Gott, ich muss erst ein bisschen Luft schnappen. Ich bin gerade voller Eifer. Was heute passiert ist, das ist einfach unglaublich. Ich erkläre gleich, was heute noch so Spannendes passiert ist. Also wir haben halt da gemalt mit so einem Lineal und einer Zeichenplatte. Und da war so eine Zeichenschiene, wo man immer hoch und runter schieben muss. Und ey, das war so krank heute. Wir haben so gearbeitet. Wir haben bei Werken heute so gearbeitet und ein Kumpel von mir hat halt diese Zeichenplatte genommen. Was macht der? Er zeichnet einfach fix so wie so ein kleines Kind halt, dass es danach richtig scheiße aussah. Mein Werkenlehrer sagt ja dann so: So geht das nicht, das musst du anders machen. Und er so: Ah, zeig dir! Und dann er rastet die ganze Zeit aus und dann so: Okay, ich mache jetzt extra scheiße. Was macht er? Er macht so: Und dann so: Hier, könnt Sie selber haben. Und dann der Lehrer so: Was soll ich damit? Ja, wegschmeißen. Und dann so: Das musst du doch selber machen, wenn du schon den Müll gemacht hast. Und dann steht das so auf und macht es. Und dann er versucht es so zu treffen, wie so beim Werfen. Wenn man in so ein, ihr kennt sicherlich alle diese Spiele, wo man so wirft und dann versuchen muss, in den Korb zu treffen. Sowas ähnliches wie Basketball. Und dann, ja, schmeißt man das halt da in den Korb rein. Und so hat er es versucht. Hat halt dauernd daneben getroffen und dann so: Ah, Scher ist es. Und dann nimmt er das hoch und schmeißt es weg und er hat sich halt aufgeregt, dass er es immer so hochnehmen muss. Was macht er? Er macht dann so, so, und dann zerknüllt, schmeißt es weg und danach fällt der ganze Mülleimer um und dann muss die ganze Scheiße nochmal durchmachen. Keine Ahnung, ich bin heute einfach mega gut gelaunt. Ich weiß nicht wieso. Heute war einfach ein geiler Tag. Ich weiß nicht wieso. Es war heute einfach cool. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Ja, also heute der Tag war einfach sensationell. Ich weiß nicht wieso. Heute ist einfach, einfach erstens meine Kollegen und zweitens ich war heute bei meiner Freundin. Und ja, wenn man bei seiner Freundin ist, ist natürlich das ganze Leben einfacher, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir dann auf so einer warum muss ich so lachen, wenn ich Zeichenplatte sagen muss? Bei dieser Zeichenplatte haben wir dann so gezeichnet, halt, was man auf einer Zeichenplatte macht, und haben halt dieses Prisma gemalt. Und danach ging es an die eigentliche Arbeit. Wir mussten so ein Trapez zeichnen, eine aus Papier, einfach ein Trapez. Da musste man es ausschneiden, richtig sauber und ordentlich. Und ja, dann war Pause und dann ging es los mit Arbeiten. Wir haben so ein Plexiglas genommen, also so ein Plexiglas, ne, nicht Plexiglas, wie nennt man das? So ein Plastikglas, genau. Plastikglas. Da haben wir so eine kleine
so ein kleines Ding draus gemacht. Also das war ungefähr so dick. Also sprich 3,5 Zentimeter mussten wir dann mit dem Winkel einzeichnen und dann so machen. Also mit einem Stift so eine Linie machen, wo man es dann durchsägen muss. Wir haben es durchgesägt und dann kommt das Trapez ins Spiel, was wir ja vorher so gemacht haben. Dieses, was wir halt vorher gemacht haben. Und dann musste man das da so auflegen auf dieses Plastik und dann einmal außen rumfahren. Und dann musste man sechs Trapeze draus machen. Und ich habe, was heißt sechs Trapeze? Eigentlich vier, damit es halt so. Damit es halt eine Form ergibt, damit es halt ein Prisma ergibt, weil das muss alles zusammengefügt werden. Und ja, ich habe halt sechs draus gemacht, weil ich, nein, nicht wegen sechs. Mein Gott, was laber ich da? Wegen halt, ich habe halt sechs gemacht. Keine Ahnung wieso. Ich habe halt einfach sechs auf diese Reihe bekommen und die musste man fein säuberlich aussägen. Ging natürlich mal wieder alles schief bei mir. Und ich musste dann nochmal die ganze Scheiße von vorne mitmachen, weil ich es einfach nicht richtig geschafft habe. Ja, ich habe es halt nicht richtig geschafft. Meine Nase juckt. Ich habe es halt nicht richtig gemacht. Also bei mir war die eine Seite so und die andere Seite so. Und dann musste ich das halt nochmal machen und ich musste vor allem auch schleifen und so. Und ja, halt so schleifen, damit das alles gleich groß ist, habe ich dann auch fast ganz geschafft. Und dann haben wir es halt nicht ganz geschafft. Dann musste man so ein Klebeband drumherum machen und den Namen draufschreiben, damit es halt alles wiedergefunden wird und dass es genauso bleibt, wie es jetzt ist. Also ein Hologrammprisma ist im Endeffekt sowas. Man legt das Handy so drauf und unten ist so eine schwarze Lichtplatte, die das reflektiert. Und diese Pyramide drumherum, also dieses Prisma halt, kann das dann an die Wand werfen. Und das wird richtig cool aussehen. Wenn ich es mal fertig habe, werde ich euch das Produkt zeigen, das Ganze. Und ja, auf jeden Fall werden wir nächste Woche halt da weitermachen, an diesem Hologramm-Prisma. Und ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau, wie man das so erklären soll, was man da gemacht hat. Also erst natürlich technisch zeichnen. Also es halt technisch aufzeichnen, zuerst eine Skizze, wie es ungefähr aussehen soll, und dann einen Plan fertig machen. Ne? Also so erst das aussehen, dann das und dann das. Und dann haben wir noch aufgezeichnet, wie es aussehen soll. Und zwar, wie es wirklich aussehen soll. Und ich sage euch ganz ehrlich, im Zeichnen bin ich nicht so gut. Es sah zwar gut aus, aber es ist nicht, also mein Lehrer meinte, es sah halt gut aus, aber. Also ganz zufrieden geben kann ich mich damit nicht. Keine Ahnung, wieso. Es hat mir halt nicht gefallen, sagen wir es mal so. Und ja, wir haben das so gemacht, halt abgemalt und danach haben wir halt erstmal angefangen haben zu sägen. Und wenn das dann alles gleich groß ist, was hoffentlich nächste Woche dann der Fall ist, wenn wir nochmal Werken haben, dann werden wir das so zusammenkleben, dass es dann halt ein Prisma gibt und das wird dann auf die schwarze ge getan. Und ich werde euch dann nochmal zeigen, wie das Ganze aussieht mit dem Hologrammprisma. Wenn es fertig ist, dann werde ich mein Tablet oder halt ein anderes Handy, mein Handy drauflegen und ich werde euch zeigen, wie das Hologrammprisma funktioniert. Und ja, so ungefähr ging das halt. Ich bin leider kein Werkenlehrer, deswegen kann ich nicht so gut so gut erzählen, aber ich hoffe, ihr habt so ungefähr verstanden, was wir halt da gemacht haben. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon und das war's mit dem Video. Tut mir leid, dass ich heute so aufgeregt bin, aber heute war einfach ein extrem toller Tag. Erstens viel Zeit mit meinen Kumpels verbracht und auch mit meiner Freundin gechillt. Was gibt Schöneres? Und ja, sonst ist eigentlich ein ganz toller Tag gewesen heute. Und ja, außer morgens, wenn ich immer früh aufstehen muss und zur Schule fahren muss, da geht es mir gar nicht gut. Also nicht, dass ich krank bin, aber ich bin halt nicht happy. Nicht so wie jetzt, nicht so. Also, da bin ich auf jeden Fall nicht, wo ich mir denken könnte, so, ei, Schule, yippidi. Nein. Wer freut sich denn bitte, wenn die Schule beginnt? Oh mein Gott. Jemand, der sich freut auf die Schule, der ist nicht klar im Kopf. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und, ja. Also, wenn ich immer morgens aufstehen muss und in die Schule gehen muss, dann. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, die Abschlussprüfungen nähern sich jetzt langsam rasant. Also es geht echt krass schnell voran und ich muss jetzt echt
wirklich sehr viele Zähne zulegen, damit ich das auch schaffe. Also es wird momentan echt richtig viel gelernt. Und wenn ich richtig viel lernen meine, dann meine ich richtig viel lernen. Also wir geben gerade im Moment wirklich Vollgas in der Schule. Das könnt ihr uns glauben. Also es ist echt stressig. Was heißt stressig? Aber es ist halt wirklich extrem so, ne? Und dann auf jeden Fall Ende April, Anfang Mai haben wir ein Basketballturnier mit anderen Leuten aus der Schule und da wird meine Klasse, also ein paar aus meiner Klasse mit einer ganz anderen Klasse wird dann zusammen oder gegeneinander Fußball spielen auf irgendeinem Rasen. Davon habe ich gar keine Ahnung. Ihr müsst mir jetzt auch nicht sagen, ja, ich muss Ahnung davon haben oder what auch ever. Aber so ungefähr wird das halt auf jeden Fall sein. Also im Ende April, Anfang Mai, ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen. Und momentan müssen wir auch richtig viel üben für das Turnier, weil ich möchte auf jeden Fall dabei sein. Denn ich bin auf jeden Fall im Basketball 100.000 Mal besser als im Fußball. Also sprich, ich kann richtig gut Basketball spielen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen übe, werde ich es noch besser können. Vor allem beim Korb hinten bei Abwehr bin ich echt richtig gut. Ich lasse keinen Ball an mir vorbei und ich gebe echt alles. Ja, wenn ich es, also ich spielte auch für eine Zeit im Turnier, jetzt nicht mehr, wegen Corona wurde das Ganze halt abgesagt. Und ja, aber wie gesagt, Basketball spielen hat mir schon immer Bock gemacht und wird es auch immer noch tun. Und ja, das war's mit dem Video, wollte ich nur mal erwähnt haben. Jetzt habe ich schon glatt das Thema vergessen, wo ich das jetzt mit Basketball noch erwähnt habe. Ach ja, stimmt, das mit dem Hologrammprisma. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und haut rein!